Guten Morgen. Guten Morgen. Habt ihr gesehen, wie festlich das hier gestaltet ist? Mit diesen Tropfen von den Bäumen im Haus. Ne? Es ist wahnsinnig festlich. Mir ist gerade sehr Weihnachten. Mir ist auch sehr festlich, vor allem im Herzen. Da hinten seht ihr die große Bühne. Da bin ich neulich auch aufgetreten. Meine Show war ein bisschen beschissen. Und heute... Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, tatsächlich. Die Weinhaus, die hat gerade jemanden entdeckt, mit dem sie gebumst hat. Ich zeige euch die mal ganz unauffällig. Das ist so eine dreckige, blöde Sau. Wo ist er denn? Ich sehe den gerade gar nicht. Ach, da. Jackie, vielen Dank für den Glühwein, der war sehr lecker. Schönen ersten Advent. Guck mal, aber es ist aber auch wirklich so eine Folienhölle. Da muss man mal kurz rein. Oh, das war sehr festlich. Hm. Das ist aber nicht so transefreundlich. Aber das ist wahnsinnig festlich. Aber ist das süß gestaltet? Ja. Und guck mal hier. Das ist schön, hier so in dieses Tier rein. Kann sein, dass wir da auch einen anatomischen Lehrgang machen bei Rentieren. Und praktisch den roten Sack von einem Rentier Bock von unten angucken. Ich habe wirklich Angst in dieser Hütte. Das ist sehr fürchterlich. Können wir bitte wieder rausgehen? Hallo. Ja. Guten Tag. Tag. Wir bekommen jetzt Glühwein. Ja, da muss man einfach mal den Transitbonus raus. Mit rum ist ganz süß. Ja, mit rum ist ganz süß. Guten Tag. Na, was machst du hier? Glühwein trinken. Glühwein trinken. Ich auch. Und atmen. Das ist Markus Bottin, der kommt immer zu meiner Party. Und trinkt. Dankeschön, mein Schatz. Das ist sehr freundlich. Weinhaus hat sie nicht verstanden. Nee, hat sie nicht verstanden, weil die ist halt auch wahnsinnig dumm, die Weinhaus. Seid ihr fertig? Wir müssen nämlich mal kurz durch. Kein Problem, danke. So, guck mal, hier ist dieser wahnsinnig süß gestaltete Backstage. Hier, weil hier ist nämlich das Dixie-Klo. Und das Tolle ist, das hat Licht. Rotes Licht. Ja, ist das süß gestaltet? Das ist wahnsinnig. Steht da wirklich pervers da drin? Ja, okay, gut. Dann gehen wir da durch. Wir können auch mal auf die Bühne, oder? Nein. So, Klaus ist da. Komm, wir setzen uns mal bitte kurz hin. Musik ist richtig festlich, Jessica. Ist wahnsinnig festlich. Tag, Frau Parker. Guten Tag. Ach, da kommt auch. Vicky kommt auch noch. Ach, hey. Juju, was macht denn ihr heute? Wir treten auf. Genau, wir treten hier auf und singen ein schönes Weihnachtslied und trinken schon mal ein Glühweinchen. Ja, ich hab auch ein Glühwein. Tschüsschen. Ich trinke einen Glühspritz-Aperol. Umgekehrt. Ja, wir müssen ja um 20 Uhr schon im BKA auftreten. Oh. BKA-Theater, wenn Ediths Glocken läuten. Wie lange spielt ihr? Noch bis zum 22. Dezember. Buchbar unter bka-theater.de. So, weiter. So, was ist das für ein Tier? Das ist eine Weihnachtsgiraffe. Ja, die sind extra klein, weil die ja so kalt ist, damit die nicht so eine große Fläche haben zum Beheizen. Und eben weil deutsche Weihnachtsbäume so klein sind, damit die an die unteren Äste kommen, ohne die Beine so breit zu machen. Ohne die Beine so breit zu machen. Ach so, danke. Ihr Spaß noch. Bye. Schau mal, diese Transvestiten. Ich wollte einfach nur mal eine Ruhe Glühwein trinken. Und was ist die? Zwingen sich in die Kamera. Sagen. Ich kann es telekinetisch. Ich halte die Kamera mit meinem Mund. Oh, hallo? Aber guck mal, da ist aber was los. Da ist für alle was mit bei. Nicht? Was haben wir denn hier? Creamy Black Pepper Ranch Soße. Original-Burgersoße mit cremig würzig. Mustard. Wir moderieren jetzt an, und zwar ihr süßen Mäuse. Das Tolle ist ja, das ist hier wahnsinnig festlich. Und Weinhaus, das Festlichste an diesem Weihnachtsmarkt ist ja die Kulisse. Das stimmt. Das hat was von New York. Genau. Guck mal hier, Casino. Das ist nämlich eine Spielothek. Da wird das illegale verdiente Geld wird da gewaschen und dann geht es direkt wieder in den Waffenhandel. Zum Beispiel. Ja. Wenn man Lust hat, kriegt man da unterm Tresen bestimmt noch eine Nutte. Ja, die liegt da immer. Ja. Und ich trete ja hier auch auf der Christmas Avenue. Da bin ich. Guckt mal da. Jessica Parker. Die kenne ich nicht.
kenne ich nicht. Und da ist Markus Scholz, mein Techniker von den Golden Mills. Na, mein Schatz, hallo. Tag. Bei den LGBTIQ-Stern-Winterdays und der Christmas Avenue Berlin vom 15.11. bis 23.12. werden regelmäßig Fotos und Videoaufnahmen gemacht. Hi! Guten Morgen! Ich habe eine Prolaps-Jacke. Nein! Das Hundebaby-Film. Wie heißt du denn? Hanna. Hanna! Die ist ganz aufgeregt und ganz klein. Und die Transvestiten uninteressant. Hast du gemerkt, Jurassica? Doch. Na guck, die riecht an dir und geht. Ich liebe Hunde. Mein Hund ist ja eingeschläfert worden vor 3 Monaten. Und ich bin sowas von unterhundet. Fishing vor Zuneigung. Oh, essbare Unterwäsche? Gibt es hier essbare Unterwäsche? Nein. Jessica, das passt doch zu dir auch, oder lieb mich? Bitch, fick dich. Ich finde fick dich ganz toll. Ja, was denn? Püppi, Krümel. Oh, Püppi finde ich schön. Queen, no. Ich hätte gerne, kann ich eins mit Püppi haben? Okay, ich kaufe dir eine Püppi. Einmal die Püppi hätte ich gerne. Darf ich die abnehmen? Man kann hier gar nicht richtig gucken, weil so viele Lebkuchenherzen hier hängen. Da kommt man gar nicht durch. Ah ja, guck mal da. Fick dich, ist schon mal da. Weinhaus. Wo ist die denn schon wieder? Weinhaus, was machst du denn da schon wieder? Sehr verehrte Damen, Herren und Mischgeschlechterinnen. Exklusivgeschlechter. Ja, ich überreiche jetzt das Herz Püppi an meine missratene, scheißlaute Vortochter Weinhaus. Hi! Nikolai, der ist süß, ne? Der Nikolai, guck mal. Oh, darf ich auch mal den Bart anfassen? Herzlich willkommen auf der Christmas Avenue. Guten Abend. Guck mal, das vorne ist Simon Weinhaus. Guck mal, und Jessica Parker. Ach, jetzt sind da so super bekannte Transvestiten. Ja, ja, ja. Wir sind sehr bekannt. Christmas Avenue. Genau. Da müsst ihr vorbeikommen. Ja. Talente. Jeden Mittwoch. Oder? Ich finde es super, wenn die Männer Frauenkleider anhaben. Da können die nicht tot haben. Wir haben jetzt den nächsten Glühwein. Zum Glück. Das, diesmal ein weißer Glühwein mit Schuss und zwar mit Amaretto. Wie erwartet, äußerst köstlich. Schmeckt wie eine Backzutat. Schmeckt wirklich widerlich. Du hast es ausgesucht. Ich dachte, es schmeckt lecker. Aber weißt du, was ich dazu sage? Fick dich, Püppi. Du Weinhaus, ja? Sag mal, wo bestellst denn du eigentlich immer deine Kleider? Ich bestelle meine Fummel sehr gern bei sheinside.com. Oh. Da gibt es nämlich auch Fummel für Frauen von Format. Das heißt 46 plus. Von der Größe, da passt du auch rein. Weinhaus? Ja. Guck mal, da ist so ein Tier und ich frage mich, was das für ein Tier ist. Ditte? Nein, das ist eine Putte. Ach so. Da. Das ist eine gute Frage. Kann man das nicht mal runternehmen und angucken? Ich glaube, es ist ein... Ein Löwenschwein? Nee, es ist ein Elchschaf. Ein Elchschaf. Der Boa. Ah ja, süß. Ein dickes Elchschaf. Süß, süß. Wir gehen gleich in Sachsenhof, das ist das Hotel, wo mein Mann Klausi arbeitet. Da. Hotel Haxenshof. Hotel Haxenshof. Und da gehen wir gleich mal... Da auch hinten auf dem Klo dabei. Und da gehen wir gleich mal schön pullern. Du hast mich voll informiert, du dumme Sau. Ich weiß. So sieht meine Tochter aus, wenn sie postet. Weinhaus, ich möchte gerne pullern gehen jetzt. Tschüss. So, wir gehen jetzt ins Hotel Sachsenhof. Ja. Da haben wir dir ein Zimmer heute nämlich gebucht. Und dann werden wir nämlich so richtig schön familiären Verkehr haben. Es gibt Shaming, Alter. Shame, Ach Gott, shame. Das darf ich nicht sagen. Dann werden wir abmockern. Keckern. Schön keckern. Schön, schön abkeckern. Hallo Ulrike. Hallo Ulrike.
Guten Tag. Wir wollen kurz Polang gehen, Ulrike. Hotel Sachsenhof ist eines der schönsten Hotels hier in der Motzstraße. Raffiniert. Und die haben ganz, ganz tolle Klos. Ich habe bald aber auf die Radio, was ich kann. Ja, ich muss jetzt mal auf die Strompulse. Aber weia, ich habe, glaube ich, wirklich ein bisschen Daumen. Hast du jetzt Kacke im Schlüpfer? Nein, noch nicht. Aber gleich. Oh Gott. Ich muss erst mal alles jetzt so rauskramen. Warte mal. Kommt's bei dir? Noch nicht, ich hab doch gleich die Hose runter. Kommt's denn danach? So, warte mal, jetzt Hose ist runter, Po-Schlüpper ist runter, Strumpfhose ist runter. Ich hab 50 Euro verloren. Oh, meine Klobrille ist warm, da war gerade eine. Da war eine drauf bei dir. Also, was du schaffst in einer Zeit, wo ich nur pinkel, ist erstaunlich. Ich bin ja Schnellkackerin. Wahrscheinlich, während ich eine technische Zeichnung anfertige, baust du ein ganzes Haus. Aber kennst du das Vision Impossible? Natürlich, wenn du kackst und es wird nie sauber und es wird nie sauber und du bist schon ganz bunt. Oh. Und jeder Wischer tut erneut noch mehr weh als der vorhergehende. So. Und denkst du, what the shit? Oh. Vision Impossible. Ihr süßen Puppis, das war's heute auf der Christmas Avenue mit meiner Tochter Jacqueline O. Weinhaus und der Mutter Jurassica Parkau. Und schön, dass ihr mit dabei wart. Bitte folgt uns auf Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Bye! Sharing is caring.